Da kommt das sehr schöne Sound. Herrlich. Und gerne nochmal, gell? Ja. Ja, nice. Komm, geh doppelt. Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Live. Hallo! Yo! Hey, schau, schlag mal bitte. In die Kamera. Ja. Nice. Also wir sind gerade dabei, Enderperlen zu suchen, damit wir unsere Terra-Steel-Werkzeuge herstellen können. Und die Terra-Steel-Schwerter haben wir gerade, wie ihr gesehen habt. Und der Strahl verbraucht Mana und wir haben einen Mana-Behälter mit uns. Und dann können wir halt zum Schloss. Jo, das Mana-Tablet macht das natürlich. Mhm. Und da unten sieht man natürlich auch nochmal den Mana-Balken. Im blauen Strich. Jetzt, da wieder gerade Tag geworden ist, wo keine Endermänner spawnen, wollte man eigentlich wieder zurückgehen. Und hey, was ist denn das davon? Hey, das ist ein schwarzes Ding. Schauen wir mal hin. Ist das nicht so ein Ding-Dungeon? Schauen wir mal. Was sieht irgendwie noch gar nichts. Ein Enderit oder ist. Kann man das mitnehmen? Die currently harvesting hat ja. Weil ich da ist voll, aber das wäre irgendwie cool mitnehmen. Holen wir das später? Ja. Dann markiere ich das einmal. Obelisk, gut. Obelisk. Safe. Lol. Jo. Nice. So, mit /home/home kommen wir zurück, gell? Ja. Man darf natürlich an Home setten. Und bei Home habe ich Home genannt. Mhm. Und dann dir ist man dann direkt. Jetzt können wir mal einloggen. Kurz einloggen, dann kann man mal kurz talken, was wir alles schon. Ja, man merkt gerade, dass alle unsere Kisten voll sind. Ja. Das stimmt. Ich mache mal kurz wegen einem Video, damit wir das lang loggen. Einmal in einer Kiste alles rein. Ah, das da. Und wir haben dann noch so ein Herz gekriegt, mit dem kann man später Herzcontainer herstellen, das ist ziemlich fresh, aber das zeigen wir später nicht. Jo. So, ich glaube, wir haben unsere Kartoffelfarm. Wir haben einmal abgerissen, weil die Polizei gekommen ist und gesagt hat, dass wir keine Kartoffelfarm anbauen dürfen. Weil wir die Arbeit sonst der Landwirte wegnehmen. Und dann haben wir was, wie viel Strafe haben wir gesagt? 100 Credits. Ja, ein bisschen voll. Also ziemlich unser ganzes Geld zur Zeit. Warte, ich kann nicht die Quittung zahlen. Ich will so schön die Quittung wissen. Ja. Ah. Ah, das war von 50 Credits wegen. Der Tinker Table. Und das da war die 100 für eben die Blandage und 35 noch einmal wegen Tinker Table. Ja. Ja. Und das andere ist von einem anderen Kollegen, aber zu dem kommen wir später. Und jetzt sind wir dann zu die Landwirte gegangen, der Alex. Jo. Und wir haben gefragt, ob wir Kartoffelfarm anbauen dürfen, ob wir die Genehmigung haben. Und sie haben einfach ja gesagt. Sie hätten mit uns den Deal des Jahres eingehen können und viel Geld verdienen, aber sie haben einfach ja gesagt. Ja, das heißt, wir dürfen jetzt wieder legale Plantage für Kartoffeln besitzen. Jetzt haben wir eine kleine Erntemaschine gemacht, dass es aberntet. Das rennt das Wasser runter und das erntet Kartoffeln ab. Das ist sehr praktisch. Mhm. Aber später werden wir vielleicht einen automatischen Abernter und Anseher
Maschine haben. So ein Roboter. So ein Roboter, ja. Roboter. Mal schauen, wie es wird. Der Zidexos will auch Enderbälle, würde die alle anderen Gamer so je kriegen. Aber wir müssen jetzt ein deres Ziel herkraften. Ja, wir haben 5, das heißt wir haben auch nicht zu. Achso, ja, dann sag ich ja. Ja, mach du. Ja, gib her. Ja, der kriegt er jetzt gratis, okay? Sozusagen. Ja. Ich logge da mal alles ein. Ups. Slack hat aus irgendeinem Grund. Ja, der lebt bitte. Die Texas war das der Polizist? Ja, die hat ihn. Aber da, Entschuldigung. Grüß Gott. Danke. Launcher Checkback ist ziemlich cool. Jo, leider sind die meisten Mitspieler, wie man gut gemerkt hat, ziemlich leise. Vom Ton her leider. Ich weiß nicht, woran das liegt. Deshalb schreibe ich lieber, das ist irgendwie immer praktischer bei den meisten. Du hast die meisten nicht getroffen. Ich hab die da alle eingeladen. Aber kümmern wir uns mal ums Terrasteam. Ja, jetzt kommt zum Terrasteam. Das braucht viele Items. Oder hat hohe Kosten. Und jetzt haben wir getroffen. Ja, yep. Sehr schön. Jetzt erklären wir das mal kurz. Also, wir haben da drin, wie wir schon einmal gesagt haben, dass wir da Kartoffeln einhauen können. Der Ofen bratet das mit unserem Cooking Oil und das kommt dann vorne in den Dispenser. Der hat eine Zeitschaltung, dass es ca. alle 9 Sekunden eine gebratene Kartoffel hinausschmeißt und unsere Gomaris, unsere Gourmetpflanze, die isst die Kartoffel und erzeugt Mana. Das Mana kommt dann da hinauf in den Mana Spreader und der bündelt das Mana in den Mana Pool und jetzt braucht man. Kann man aber der blöd aufbinden? Ja, wenn du es einschmeißt, aber. Jetzt nicht? Es ist, du musst es umstellen im Pool. Mit dem Ding. Wie? Mit Shift. So. Jetzt wird der Mana-Deppel aufgefüllt und wird ausgeleert. Und dann sieht man da so kleine Mana-Blitze. Daran erkennt man, dass eben das Mana aufgefüllt wird. Und kannst du die Spark da abbauen? Mit dem Tool und Shift, glaube ich, mit Rechtsklick. Spark? Ja, der. Ist er? Ja. Lore. Und das setzt du genau auf den Mana-Pool drauf. Wie soll es ein Fackel, ist das wurscht? Setzt drauf, geht's. So. Ja. Das ist eine Verbindung von diesem Spark zu diesem hier. Und wenn wir hier. Jetzt brauchen wir noch eine Mana Enderperle. Ja, da kriegst. Also ich muss die Enderperle zu einer Mana Enderperle machen. Darf ich mal? Ja, ich hab da. Ich hab gar nichts. Ja, mach das. Falls du darfst das schöne Terrasteam herstellen. Wie machen das? Und dann noch in jedem Item eines auf diese Terrasterial. Glomeration Place. Bester Name. Raufwirf. Nicht wieder einsammeln. Ja. Das sieht eine schöne Animation. Die Wand verwandelt sich von grün in einen schönen. Von blau in einen schönen Grünton. Und verbraucht einen halben Mana Pool. Das ist ziemlich viel Mana.
Schau, oh, da kommt das sehr schöne Sound. Herrlich. Und gerne auch mal, gell? Ja. Hey, ja, nice. Kann man gleich doppelt machen? Nein. Ja. Und dann ist der Bull leer, oder was? Ja, das ist leer. Nice. Immer zweimal die Hälfte auslaufen soll. Also die ganze Hälfte. Mhm. Schaut cool aus. Mhm. Mit 4 Terra-Steel kann man jetzt dann eine Spitzhacke, eine Terra-Steel-Spitzhacke herstellen. Und die, wenn die sehr viel Mana aufgeladen hat, das ist sehr stark. Du musst die Spark auf dem Mana Pool umdrehen. Jo. Ja, der Mana Pool ist da leer. Sorry, gut, ne? Ja. Genau. Shift. Ah, mit Shift. Genau. Da? Ja. Geht das aus? Nein. Muss umsetzen. Das kann so ab. Nein. Hä? Ja, da geht schon. Nice. Das dritte ist das dann, aber mehr kann ich gar nicht herstellen. So. Ja. Also wir haben schon die Lampen, ja? Ja. Ich glaube, das war unser letztes Ding. Nein. Ihr wisst noch, wo er ist, zum Abbauen, aber ich habe keine Spitzhacke, um jetzt zu abbauen. Jo, es scheitert an Diamanten heute. Ja. Ja, wir sehen uns dann wieder, wenn wir einen Diamanten angefunden haben. Ja. So, nach einer kleinen Unterbrechung und einer Verhandlung mit dem Zitexos, glaube ich heißt er. Das ist auch Zitexos, ja. Haben wir jetzt Blaze Powder gegen einen Diamanten abgebaut. Besser gesagt, er hat die Diamanten für mich abgebaut, weil ich noch gewusst, welche sind, aber wir haben zurzeit keine gute Spitzhacke. Deshalb können wir Server nicht abbauen. Haben wir jetzt wieder Diamanten. Und ich mache jetzt einmal zu den Mana-Diamanten. Dann kann ich da wieder Terra-Steel machen. Jetzt nicht da. Nice. Hat einfach verkackt. So. Prost. Alter. No. Ja. So. Ja, sehr schön, es gibt du. Gut, Lucky Blue. Ah, okay, ja. Ja, wir haben da. Er hat mir jetzt eine Hungry Chest gegeben, der ist ziemlich witzig. Weil, wenn da irgendwas kommt, dann isst die das einfach auf. Zack. Das ist ziemlich praktisch da für die Farm. Dann hat er mir einen Hammer gegeben, damit habe ich zum Beispiel die Statue da gemacht. Kerstin ist fertig. Kerstin ist fertig, okay, das ist gut. Zack. Jetzt gehen wir mal craften. Tja, das ist die Spitzhacke. Also da haben wir ja Leaping Wood und Leaping Rock hergestellt. Und das können wir da jetzt damit zu einer Spitzhacke machen. Indem wir zuerst mit Leaping Rock und einem Mana-Diamanten ein Tablet bauen. Und dann mit den Leaping Wood solche Stiele bauen. Und dann tun wir da zwei Stiele rein. Ein Mana-Tablet und das Terra-Steel dazu. Und dann haben wir unser Terra-Steel Shatera steht da. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Vor allem, wenn sie viel Mana. Ich glaube, die kann alles abbauen. Wir können das ja gleich ausprobieren. Da drüben haben wir ja mit Drill gehabt oder so. Obsidian, ja, easy. Ja, die baut einmal Obsidian, geht einmal auf jeden Fall. So, jetzt da. Ja, wir müssen schon halb den Mana-Pool austrinken mit der Spitzhacke. Ja. Und die ist jetzt zurzeit Rang D. Und wenn man die in einen Pool reinhaut, dann despawnen sie erstens nicht. Ist die richtig eingestellte Pool? Genau. No. Mal richtig einstellen, weil schauen wir hin und her geht da der Pfeil. Natürlich zum Mana-Tablet. Dann sieht man normalerweise die Animation. Und dann
Lassen wir den mal kurz da drin liegen, dann sieht man gleich die Veränderung. Das ist ziemlich nice. Dann gehen wir kurz noch den restlichen Sachen auslagern, die brauchen wir nicht mehr. Wenn dann die Spitzhacke genug Mana Intus hat, steigt sie höhere Ränge auf. Man kann dann mehrere Blöcke auf einmal abbauen. Ja, der Pool ist schon leer. Und jetzt sieht man, sie ist schon Rang C geworden. Man sieht da den regenbogenfarbenen Balken und daran erkennt man, dass sie halt gleich mal zu Rang B übergeht. Mhm. So. Und da wir jetzt noch eine ganze Dera-Stil-Rüstung bauen wollen und unser ganzes Werkzeug als Dera-Stil bauen wollen, brauchen wir ziemlich viel Dera-Stil. Und das, ja, sehr viel. Und für jedes Dera-Stil Ignat, oder was das ist, braucht man ja Diamant, Enderperle und Eisen. Und deshalb werden wir jetzt später gleich mal ins End gehen. Oder zumindest mal anfinden zu versuchen. Und das macht mir mit einer speziellen Enderperle, aber das werden wir in der nächsten Folge zeigen. Und auch dort werden wir dann den Enderdrache machen und die ganzen Endermänner. Ja, dann schau mal, Philipp, willst du deine eigene Skulptur bauen? Jetzt, den Hammer habe ich auch vom Zitexos bekommen. Der ist ziemlich cool. Da kann man nämlich einfach rechtsklick auf ihn machen. Dann kann man seinen Namen eingeben, das habe ich schon gemacht. Dann kann man da verstellen, wie man würde, auf Randomize klicken, das was ich ziemlich cool finde. Dann klickt man da, das ist cool. Aber nehmen wir mal normaleres für den Eingang. Schauen wir mal. So. Es gibt so witzige Mann. Das ist ziemlich cool, oder? Boah. Und jetzt darfst du deins machen. Du musst dir halt deinen Namen eingeben und dann. Ja, und währenddessen würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, und jetzt noch ganz kurz, bevor es wirklich aus ist, sage ich noch aus einer weiteren Entfernung unser Haus. Weil es ist eigentlich jetzt schon circa fertiggestellt worden vom Aussehen und da. Oder? Wir haben da jetzt unser fertiggestelltes Haus, unseren komischen Dude davor, der was nicht anfangen war, was er tun soll. Ein Terra-Stil-Schwert. Ja, das verbraucht Mana und dafür kann man so cool schießen. Und das ist halt unser Haus, das habe ich gebaut. Da habe ich so einen Silverwood-Baum hinaufgebaut, so einen kleinen Turm. Ja, und ich finde, es schaut ziemlich cool aus eigentlich.